Herzlich willkommen hier beim Kryptomagazin. Mein Name ist Alexander Weibrecht. Wir sprechen heute über den Bitcoin-Kurs. Ja. Ihr seht mich hier im anderen Setup. Ich bin jetzt heute zu Hause. Ich werde in Zukunft häufiger auch zu Hause streamen, weil, ja, ihr wisst, ich kriege Nachwuchs und da werde ich öfters zu Hause sein. Heute ist so ein Fall, wo ich zu Hause sein sollte und deshalb heute in diesem Setup hier. Genau, und wir sprechen einmal über den Bitcoin-Kurs. Zusätzlich gibt es die Auslosung des Bitcoin-Giveaways vom letzten Video. Das heißt, auch in diesem Video gilt, wenn du 10 Euro in Bitcoin gewinnen möchtest, hinterlass einfach einen Kommentar über deine Meinung zu diesem Video unter diesem Video in den Kommentaren. Es gelten die Regeln von YouTube. Da ich jetzt hier kein Intro habe, kleiner Disclaimer natürlich am Anfang, hierbei handelt es sich um keine Anlageberatung. Triff bitte keinerlei Entscheidung auf Basis dieses Videos und mach deine eigene Recherche. Genau, zusätzlich eine wichtige Info noch, mein Trading-Kurs, Trading für Investoren, ist online, er ist fertig. Wir haben richtig viele Infos. Ich habe gestern schon angekündigt, dass er da ist, exklusiv nur noch diesen Monat jetzt, im ersten Monat, für meine YouTube-Community für 99,50 Euro. Genau, ab dann 470 Euro, wird dann teurer. Es kommen halt auch noch Videos dazu. Der Zugang ist für 12 Monate. Das heißt, in den 12 Monaten alle Updates, die dazukommen, sind quasi inklusive. Ihr könnt euch quasi dann die ganzen Lektionen angucken. Ihr seht, es ist sehr, sehr viel Content. Es geht um die Psychologie an der Börse, Risikomanagement, Risk-to-Reward, Trading-Typen, Trading-View Alerts, wie das funktioniert, Trendanalysen, Indikatoren, Pattern, Chart, Candlesticks, verschiedene Trading-Strategien als Beispiele und auch jetzt neu seit gestern Grid-Trading-Grundlagen und Praxis, also verschiedene Risikostrategien für das Thema Grid-Trading, seit gestern auch frisch dabei, da kommen auch immer wieder neue Videos dazu. Der Trading-Kurs ist verlinkt unter diesem Video in der Beschreibung. Ich werde es auch in den Kommentaren verlinken. Insofern freue ich mich total, wenn du da vorbeischaust und dir den Kurs gönnst. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben, bin ich da. Dann lasst uns jetzt direkt mit dem Bitcoin-Chart loslegen. Ich habe den Chart für euch mal geklärt auf dem Daily, weil ich mit euch nochmal was besprechen wollte, was ich sehr, sehr spannend finde, worüber wir diskutieren müssen und was ein bisschen eine düstere Prognose im Augenblick ist. Wir sehen zum Glück die letzten Stunden ein wenig einen Pump, aber wir müssen auf das gesamte übergeordnete Bild sehen. Wir sehen hier, und das ist vielleicht wichtig zu sehen, den 200er Moving Average und in Gelb und den 9er Moving Average in Weiß. Was wir sehen ist, wir haben hier einen kleinen Pump gehabt, das war im Oktober 2021. So, dann hatten wir hier einen kleinen Wick noch nach unten und dann hatten wir einen Death Cross vom 9er Moving Average auf den 200er und seitdem sind wir unter dem 200er Moving Average, das heißt der Death Cross war am 3. Januar und seitdem sind wir runtergebrochen. Wir haben es nicht mehr geschafft, hier war der letzte Berührungspunkt mit dem 9er Moving Average einen Golden Cross zu schaffen. Die Vorstellung, die wir ja im besten Fall haben, ist, dass es hier so eine Art Relief Rally gibt. Wir quasi steigen und wir dann von unten nach oben einen Golden Cross vom 9er auf den 200er machen. Aber jetzt lasst uns mal schauen, was sich Chart-Pattern-technisch hier abbildet. Zum einen sehen wir hier, und das kann man wohl schon mit Fug und Recht behaupten, einen ziemlich starken Support. Ich zeichne den mal hier ein und den kann man ja auch grün machen, weil es ja eben Support ist. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berührungspunkte. Wir sehen jetzt hier auf dem Daily auf jeden Fall eine starke Unterstützung. Hier bildet sich schon eine Art Boden. Gleichzeitig fällt natürlich aber auch hier auf, dass wir einen sehr, sehr langen Abwärtstrend haben. Und den zeichne ich jetzt mal von hier aus an. So, ich würde ihn jetzt mal so zeichnen, genau, dass wir so viele Berührungspunkte wie möglich haben. So, das heißt, wir haben hier eine Konsolidierungsphase in Kombination mit einem Abwärtstrend. Wir haben mehr als 5 Berührungspunkte. Das heißt, wir haben hier ein valides Descending Triangle, also ein abfallendes Dreieck. Wenn dieses Dreieck tatsächlich so ausspielt und wir sagen müssten, okay,
dieses Dreieck ist valide in seiner Form. Und wir wären sozusagen bereit zu sagen, okay, da wir hier nochmal so eine Art Konsolidierung hatten, wir nehmen maximal diese Höhe hier als Breakout-Target, dann hätten wir bei einem Breakout nach oben ein Breakout-Target von 34.000 Dollar in Bitcoin. Das würde uns über den 200er Moving Average und wieder eine bullische Phase bringen. Oder, ich zeichne es mal hier in grün ein. Oder wir haben einen Breakdown und der bringt uns bis auf knapp 10.000 Dollar pro Bitcoin runter. Ja, das ist sozusagen gerade so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn wir hier auf den Daily reinschauen, sehen wir, wir sind über dem 9er Moving Average, aber das so kurze Breakouts hatten wir schon und wir fallen immer wieder zurück. Und hier sehen wir jetzt halt auch schon wieder leichte Dochtbildung hier oben. Naja, wollen wir hier mal von dem Chart in die Stunde wechseln und dann die Sache ein bisschen genauer angucken. Wir sehen hier, und das ist das, was ich mit Dochtbildung meinte, wir sehen hier eine starke Dochtbildung und wir sehen hier jetzt schon wieder einen starken Docht, was heißt, dass hier wieder abverkauft wurde. Das heißt, wir hatten einen schönen Pump, aber wir gehen wieder in die Resistance und zwar in diese Zone hier, von hier gesehen, diese Zone ist eine starke Widerstandszone und wir können uns das natürlich auch angucken lassen, indem wir hier mal, indem wir hier mal ein bisschen reingehen mit der Volume Profile Analyse und wir sehen, hier gibt es sehr, sehr viel Volumen. Hier unten auch, also da wo unser Support ist, in diesem ganzen Bereich hier, haben wir massiv Support durch viel Kaufvolumen. Hier haben wir aber auch ein massives Abverkaufsvolumen in diesem Bereich hier. Ja, das heißt, ich mache es mal wieder raus. Wir müssen uns gut überlegen, was unsere nächsten strategischen Ziele sind. Wenn wir hier wieder rejected werden, naja, dann ist die Alternative zum Breakout ist der Breakdown und wir müssen uns dann halt überlegen, was ist unsere nächste strategische Position. Letztendlich ist es so, ich sehe es gerade ein bisschen pragmatisch im aktuellen Markt, wenn wir nochmal fallen, dann ergibt sich eine schöne Möglichkeit, über Spot nochmal zu kaufen. Wenn wir steigen, dann haben wir, wenn jetzt alles gut läuft, irgendwann mal diesen Punkt überschritten, dieses Triangle. Und wenn wir nach oben ausbrechen, dürften wir für Breakout-Target eben über die 200er Moving Average-Grenze stoßen. Und dann wäre das natürlich eine super Sache. Wenn wir jetzt aber schön auf der Stunde gucken, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt eine starke Rejection sehen, wir sehen den RSI schon wieder bei 76. Das heißt, wir hatten jetzt einen schönen Pump, aber wir sehen natürlich auch jetzt die Rejection auf der Stunde. Das bedeutet, wir sehen eindeutig, dass wir hier über einen überkauften Markt sind. Das heißt erstmal nur, wir müssen hier vielleicht noch mal eine Weile konsolidieren und dann geht es weiter. Oder wir müssen halt jetzt erstmal wieder runter. Vielleicht zurück zum 9er Moving Average, vielleicht so in diese Richtung, zack. Dann konsolidieren wir vielleicht und dann geht es hier hoch. Oder wir sehen hier natürlich jetzt den Breakdown wieder. Ich bin sehr gespannt. Das vorauszusehen ist im Augenblick nahezu unmöglich. Ich sehe jetzt keine charttechnische Lösung dafür. Wir könnten hergehen und sagen, okay, wir machen hier mal so eine Art Support, den wir hier hochzeichnen auf der Stunde, weil wir hier natürlich schon auch klaren aufsteigenden Trend haben im Support. Und dann haben wir hier, wenn man so will, ein Rising Broadening Wedge. Und ein Rising Broadening Wedge ist ein Reversal Pattern, das eher nach unten bricht. Insofern ja, ist das ganze Thema erstmal abzuwarten. Beim Broadening Wedge ist halt der Punkt, dass wir sehr viel steigende Volatilität haben und dann in der Regel runterbrechen, weil das sozusagen viel Unsicherheit im Markt bedeutet. Ein Broadening Wedge, also ein breiter werdendes Keilformation, zeigt einfach, die Volatilität nimmt zu und die Unsicherheit steigt. Und das sieht man ja auch hier.
Wir haben sehr, sehr hohen Pump und sehr, sehr schnellen Abverkauf. Und das spricht eben dann eher für eine Unsicherheit am Markt. Wir haben keine klare Trendrichtung, die uns zeigt, hier geht es jetzt nur nach oben. Und zwar ohne irgendwie solche Pattern drin, also ohne solche Candlesticks drin, die uns eindeutig sagen, okay, das, wir haben jetzt vielleicht zum Beispiel sogar hier schon eine rote Kerze, die uns zum Beispiel sagen, ja, das ist die Sache, sieht nicht so gut aus. Insofern, welche Trading-Chance sehe ich für heute? Für heute sehe ich, dass wir abwarten müssen. Wir haben jetzt noch einen Abstand von, ich weiß, die letzten Tage sage ich oft, wir müssen warten, aber wir müssen nun mal warten. Wir haben noch 2,51% bis zur Resistance und dafür lohnt es sich jetzt kein Long aufzumachen, weil wir werden hier wahrscheinlich rejected wieder, vielleicht sogar schon vorher. Das heißt, hier drin jetzt ein Long aufzumachen macht wenig Sinn. Man könnte auf Spekulation, wenn man sagt 2% ist sozusagen mein Risk, könnte hergehen und sagen, man macht eine Short auf und setzt hier oben den Stop. Das heißt, hier vielleicht einen Stop setzen, hier oben den Stop setzen, hier unten jetzt vielleicht eine Short setzen. Was hätten wir für ein Risk to Reward? Ich setze es mal an. Wenn wir hier einen Stop setzen und der, wir brauchen eine Dreier-Ratio. So. Ja, das heißt, so hart klingt, die Short-Position, wenn wir so weit im Stop setzen, würde darauf wetten, dass wir ein Breakout nach unten haben und dann würden wir hier irgendwo bei der, beim Support wieder quasi rejected werden oder durchbrechen. Also wenn man hier long term jetzt daran glaubt, dass dieses Dreieck nach unten bricht und dass dieses Broadening Wedge hier nach unten bricht, dann könnte man eine Short aufmachen mit einem Stop mit 2,7%. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ihr könnt auch ein bisschen sicherer an die Sache rangehen und hier den Broadening Wedge als Breakout hier absichern. Dann braucht ihr für ein Risk to Reward von 3, braucht ihr nicht so ein ganz langes Breakout Target, dann reicht es hier im Support Bereich zu verkaufen. Also das ist auch eine Möglichkeit, mit der ihr sozusagen diesen Trade machen könnt. Also wenn dann Short und wenn dann hier ausgestoppt werden, hier oben bei 20.260 und hier unten Take Profit bei 18.700. Ich hoffe natürlich, dass die Woche positiv verläuft. Oktober sind ja sind ja oft auch so Erholungsphasen, aber selten im Bärenmarkt. Im Bärenmarkt haben wir selten im Oktober solche Erholungen. Wir sehen eher konsolidierte Abwärtsbewegungen. Gut, dann machen wir noch die Auslosung des Bitcoin Giveaways. Machen wir mal Start. Wer gewinnt 10 Euro in Bitcoin? Und Patrick B., informatives Video, schönen Feiertag. Ja, vielen, vielen Dank. Schreib mir deine E-Mail mit deiner Bitcoin-Adresse, dann kann ich dir die 10 Euro in Bitcoin schicken. Vielen Dank, Patrick B., für deinen Kommentar. Und für euch gilt natürlich auch, schreibt gerne eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Seht ihr ein anderes Pattern? Wie seht ihr den aktuellen Markt? Und schaut auf jeden Fall beim Trading-Kurs vorbei. Ich habe den Kurs jetzt noch einen Monat für euch vergünstigt und ihr findet den Link zum Kurs in der Videobeschreibung. Ich freue mich also, wenn ihr vorbeischaut, wenn euch das Thema Trading interessiert und ihr Trading lernen wollt. Hier seht ihr einen Haufen coole Videos, da habe ich mehrere Wochen dran gearbeitet. Ich freue mich drauf, wenn so viele wie möglich sich diesen Videokurs anschauen und das Thema Trading besser verstehen. So habt ihr auch einen Vorteil beim Verständnis zu meinen Videos. Ganz lieben Grüße, vielen, vielen Dank und euch eine gute Woche.